So, guten Morgen, meine Damen und Herren, nochmals. Ich möchte nochmal meiner Freude Ausdruck verleihen, dass doch so viele Leute trotz dieser sehr, sehr spätnächtlichen Zeit ihren Weg hierher gefunden haben, trotz der Vorlesungsaufzeichnung und der anderen Materialien. Ich hatte ja schon mal gesagt, dass ich das sehr zu schätzen und zu würdigen weiß und mich darüber sehr freue. Wir waren jetzt beim letzten Mal beim letzten Thema, bei der letzten Aufgabe im Live-Coding Korrektheit iterativ stehen geblieben. Die machen wir jetzt natürlich dann fertig heute, bevor wir dann zu rekursiv kommen. Gut, diese Methode habe ich Ihnen einfach sozusagen so an den Kopf geschmissen erst einmal. Und dann haben wir uns zusammen angesehen, auch dass man sie so langsam erschließen kann, erst einmal so ein paar Grundlagen, dass diese Methode nicht abstürzt, dass keiner der üblichen Fehlerfälle vorkommen kann, auch keiner der Fehlerfälle, die eigentlich nicht. Achso, ich sollte es wieder ein bisschen größer machen. So, müsste reichen, oder? Die eigentlich nicht bei algorithmischem Code so schnell vorkommen. Das kann man natürlich nicht immer so ohne weiteres durch Draufschau, durch Code Review also herausfinden, dass da alles vernünftig funktionieren wird, dass da nichts abstürzen wird. Aber in diesem schönen Beispiel kann man das allein dadurch herausfinden, dass man da scharf hinschaut. Wir haben auch noch mehr gesehen, nur durch scharfes Hinschauen. Wir haben gesehen, dass der Algorithmus terminiert. Denn was wir gesehen haben, ist in diesem Graphen, der darunter liegt. Ich hatte ja Sie ja gebeten, im Forum, im üblichen Thread Stand der Dinge, sich nochmal dieses Beispiel anzuschauen. Das heißt, ich gehe davon aus, dass das, was ich Ihnen jetzt erzähle, etwas ist, was Sie eigentlich sowieso parat haben. In diesem Graphen, der aus Knoten besteht, natürlich, und aus gerichteten Kanten, die ganzen Knoten gehen jeweils durch die Queue durch. Sie werden, wenn sie erreicht werden, einmal in die Queue eingefügt, der Startknoten hier vorne und alle weiteren Knoten dann hier unten. In dem Moment, wenn sie eingefügt werden, wird der Wert reached, erreicht, auf true gesetzt. Der ist am Anfang false für jeden einzelnen Knoten. Hier habe ich nochmal als Kommentar dazu geschrieben, dass die einzelnen Array-Komponenten mit False initialisiert werden. Hier, wenn ich den Startknoten seiner ID, seinen Index im Array einfüge, dann wird außerdem gleich Reached auf True gesetzt und hier wird genauso Reached auf True gesetzt, sodass also, und ein Knoten wird auch nur dann, eine ID eines Knotens wird auch nur dann in die Queue eingefügt, wenn dieser Knoten noch nicht erreicht ist, wenn reached noch nicht true ist. Auf der anderen Seite wird in jeder Iteration ein Knoten entfernt, ohne if, ohne wenn und aber. Das heißt also, die Anzahl der Iterationen kann höchstens so groß sein wie die Anzahl der erreichten Knoten. Und die Anzahl der erreichten Knoten kann natürlich höchstens so groß sein, wie die Anzahl der Knoten, die überhaupt im Graphen drin sind. Wir haben nach endlich vielen Schritten Termination, falls die Vorbedingung erfüllt ist, dass der Graph korrekt aufgebaut ist. Diese Vorbedingung muss der Nutzer erfüllen, sonst kann er nicht erwarten, dass die Methode korrekt funktioniert. Wir hatten es das öfter mal. Hier vielleicht nur ganz kurz, Sie sehen etwas in Rot hier. Das habe ich hinterher, nachdem ich mir das nochmal angeschaut habe, was wir da gemacht haben, ist mir aufgefallen, dass hier ein kleiner Fehler ist, dass da Head stand und nicht Head-ID. Das habe ich korrigiert. Kann ich jetzt, nachdem ich das gesagt habe, auf schwarz setzen. Und das ist dann der Code, von dem ich der Meinung bin, dass er jetzt korrekt ist. So, wir haben uns über die Korrektheit der Ergebnisse, also wir haben jetzt, der Code stürzt nicht ab, die Methode stürzt nicht ab. Oder macht mit arithmetischem Überlauf sonstigen Blödsinn. Zweitens, die Schleife terminiert. Die innere Schleife ja sowieso, das ist ja eine reine Zählschleife, nicht?
Da ist nichts dran zu sehen. Also diese While-Schleife haben wir gesehen eben, die terminiert. Jetzt müssen wir uns nur noch klar machen, dass die Ergebnisse korrekt sind. Da haben wir schon beim letzten Mal ein bisschen angefangen, haben es aber noch nicht geschafft, das in die Struktur hineinzubringen. Ja, wir haben hier unten ein paar Sachen schon geschrieben. Hier unten passt das, ja. Haben wir ein paar Sachen schon geschrieben, sozusagen erst einmal als unsere Erkenntnisse. Hier im Wesentlichen diese zwei Sätze. Ich mache mal daraus zwei Absätze auch, um die voneinander zu trennen erst einmal. Hier, falls es mindestens einen Pfad vom Startknoten zu diesem zu einem gegebenen Knoten gibt, zu einem beliebigen, vielleicht sollte man das dazu schreiben. Sie kennen diese Formulierung: zu beliebigem, aber festen Knoten mit fester Knoten-ID soll aus der Invariante folgen, dass dann der Knoten tatsächlich erreicht worden ist, dass Reach of True gesetzt worden ist. Hier muss ich gestehen, habe ich mir das Leben erstmal beim letzten Mal etwas einfach gemacht. Wenn der Knoten nicht erreichbar ist, dann kann auch nie Reached of True gesetzt werden. Aber ich habe mir dann überlegt, dass man das vielleicht doch, sich das Leben an dieser Stelle nicht doch ein bisschen zu einfach macht, dass man das vielleicht, dass es auch ein gutes Beispiel eigentlich ist, um nochmal das Ganze mit der Invarianten zu zeigen. Ich habe Ihnen da so ein bisschen argumentiert, so mit Händen und Füßen. Sie erinnern sich vielleicht, dass man da von dem Knoten zurückgehen kann, immer über Kanten und irgendwann zum Startknoten kommt. Also ich habe mich damit überzeugt, weil ich weiß, dass diese Argumente valide sind, aber wenn ich das nicht wüsste, hätte ich mich selber damit nicht so richtig überzeugt. Also sollte man das umformulieren, falls es keinen Pfad vom Startknoten zu einem Knoten gibt in diesem Graphen, dann soll auch hier dasselbe stehen wie da unten, folgt, jetzt geht's wieder. Also zwischendurch hat er mal Aussetzer gehabt, mal hat er wieder funktioniert, ich habe die Zeit genutzt, um die Einstellung zu machen. Ob er jetzt funktioniert, weiß ich nicht, ich fasse das Ding während der Vorlesung jetzt nicht mehr an. Okay, gut, danke. Also für diejenigen, die nur die Vorlesungsaufzeichnung hören und sehen, wir hatten mal wieder ein paar kleine technische Probleme, die natürlich nicht jetzt während der Vorlesung behoben werden sollten, auch wenn der nette Herr von der Multimedia AG nach ein paar Minuten schon da war. So, zurück. Tja, das ist Live-Coding sozusagen, live in jedem Sinne des Wortes. Dann folgt Reach gleich 0 gleich False. Am Ende, achso, dann folgt aus der Invariante, das wollen wir hier auch eigentlich schreiben, so wie da unten, dass das True am Ende ist. So, und das alles auch in Rot wieder unten. Das machen wir dann zu schwarz. Oh, das ist ein anderes Rot. Nicht so ein schönes Rot, nicht so ein leuchtendes Rot, das ins Auge springt. Wo bin ich jetzt halt? Welches habe ich denn da genommen? Das da, glaube ich. Ist auch noch nicht dasselbe, ist egal. So, und hier schreibe ich noch dasselbe dazu, was da oben steht. Am Ende der ganzen Methode ist. So. Das möchte ich gerne aus der Invariante schlussfolgern. Andersrum gesagt, ich möchte gerne die Invariante so formulieren, dass ich das dann möglichst einfach, möglichst offensichtlich aus der Invariante schlussfolgern kann. Und die Frage ist, wie muss die Invariante aussehen, dass das tatsächlich dann daraus gefolgert werden kann. So, wir hatten schon angefangen mit der Invariante hier. Nach so und so viel Iterationen gilt, den ersten Punkt haben wir schon festgestellt,
Nach H-Iterationen sind genau H viele Knoten erledigt. Was heißt erledigt? Sie sind aus der Queue entnommen worden und wir wissen, wenn ein Knoten in eine Queue eingefügt wurde, dann wurde gleichzeitig Reached für diesen Knoten auf True gesetzt. Das heißt, für diesen Knoten gilt auch Reached gleich True, denn wir setzen niemals Reached auf False. So. Und wenn wir jetzt zwei Dinge hier zu zeigen haben durch die Invariante, hier waren wir dann stehen geblieben, dann sollten wir vielleicht auch noch zwei weitere Punkte in die Invariante aufnehmen, einen für jeden. So, falls es keinen Pfad vom Startknoten zu Knoten Node ID gibt im Graphen, dann soll folgern, dass Node ID am, also für Reach dafür false ist, ansonsten Reach gleich true. Wie kann so eine Invariante aussehen? Die Intuition war ja, dass die Knoten, die in der Queue sind, sind sozusagen eine Wellenfront, die in jeder Iteration an einer Stelle um eins weitergeht. Und ich hatte das schon gesagt mit der Korrektheit, also dieser Pfad, den es da geben muss, mindestens einen, vom Startknoten zu diesem Node-ID, der muss ja dann irgendwo die Wellenfront passieren. Und das gibt einen Hinweis darauf, diese Intuition gibt einen Hinweis darauf, wie man sich vielleicht diese Invariante vorstellen könnte. Nämlich, gehen wir erstmal, ich drehe das mal um. Ich denke, ich sollte mich erst einmal mit dem positiven Fall da oben beschäftigen, falls es mindestens einen Pfad vom Startknoten gibt. Also falls es mindestens, das kann ich doch einfach mal kopieren, zu Node-ID gibt, sollten wir dazu schreiben, für alle Node-ID in 0 bis, also in der Anzahl, das schreibe ich jetzt nicht aus, für alle möglichen Knoten gilt, falls es mindestens einen Pfad vom Startknoten zu Node-ID gibt, ja, der muss irgendwo irgendeinen Knoten haben, der in der Queue drin ist, weil die Queue eine Wellenfront ist, die von die erledigten Knoten auf der einen Seite und die noch nicht gesehenen Knoten auf der anderen Seite voneinander trennt. Noch dazu, falls Reached von diesem Node-ID noch false ist, wenn in diesem Moment schon Node-ID gleich true ist, brauchen wir nichts mehr zu sehen. Wenn es einen Pfad gibt und Reached ist schon true von diesem Knoten, ist alles in Butter mit diesem Knoten, ist nichts mehr zu zeigen. Der interessante Fall ist der, es gibt einen Pfad im Graphen vom Start zu diesem Knoten und Reached ist für diesen Knoten in dieser Iteration, nach dieser Anzahl von Iterationen noch false. Dann gibt es einen, was ist hier jetzt? Wo sind wir jetzt? Der ist jetzt dummerweise gesprungen. Ein Pfad von einem Knoten in Q zu Node-ID. Ich habe mir überlegt im Vorhinein, das stimmt noch nicht ganz. Das ist noch nicht ausreichend, das so zu formulieren, aber lassen wir es erstmal so. Wir werden dann sehen, warum das noch nicht ganz ausreichend ist, das so zu formulieren. Also, wenn die Knoten in der Queue wirklich eine Wellenfront um den Startknoten bilden, der die erledigten Knoten inklusive Startknoten von den nicht gesehenen Knoten trennt, dann muss das sicher, wenn diese Intuition stimmt und die richtige Ausgangsbasis ist für die Invariante, dann muss das so stimmen. Nicht, dass der muss ja irgendeinen Knoten enthalten in der Queue und von da aus geht der Pfad dann weiter. So,
auch hier jetzt für alle Node-ID. Wie muss man jetzt das Negative formulieren? Also wir wollen zeigen, dass wir diesen Knoten nicht erreichen können, der nicht, also dass niemals reached gleich true ist für einen Knoten, der nicht erreichbar ist vom Startnoten aus. Das scheint erstmal plausibel und trivial, offensichtlich und sonst was zu sein. Aber ist das auch wirklich so richtig? Wie formulieren wir das, diesen Teil am besten? Vielleicht am besten so, wenn reached, genau, falls reached von Node-ID gleich true, dann gibt es einen Pfad vom Startnoten zu diesem Knoten Node-ID. So. Das scheint mir, vielleicht stimmt es noch nicht ganz, aber das scheint mir die passende, geeignete Formulierung zu sein. Wenn das stimmt, wenn diese drei Punkte stimmen, dann sind wir fertig. Also, in jeder Iteration erledigen wir einen Knoten, prima. Wenn wir einen Pfad haben, dann gibt es einen Pfad von einem Knoten in der Queue. Da hat wieder die Autokorrektur zugeschlagen, denke ich. Dahin. Das heißt, wenn dieser Knoten erledigt ist, wenn alle Knoten erledigt sind, gut, da kommen wir, wenn alle Knoten erledigt sind und dieser, dann ist die Queue leer und reached ist immer noch false für einen Knoten, dann sagt diese Invariante, dass der Knoten nicht erreichbar ist, dass über einen Pfad, weil dann müsste es einen Pfad aus einem Knoten in der leeren Queue zu diesem Knoten geben. Ist ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge, aber ist logisch valide. Also Sie sehen, ich habe mir das komplizierteste Beispiel für den Schluss aufgehoben. Keine Sorge, bleibt auch das komplizierteste Beispiel hier dabei. Die anderen Beispiele vorher waren ja sicherlich in dem Punkt einfacher zu verstehen. So, jetzt gehen wir mal zur Sache. Ich hatte schon gesagt, das wird es noch nicht ganz sein. Wir müssen da noch ein bisschen, mindestens an Punkt 2 nacharbeiten, mit Sicherheit. Jetzt fangen wir erstmal mit dem Induktionsanfang an. Der Punkt 1. Genau H-Knoten sind erledigt. Vor der ersten Iteration ist kein gleich 0 viele Knoten sind erledigt. Nochmal zur Sicherheit vorne wegschreiben, was das bedeutet. 0. So, jetzt haben wir noch 2 und 3. Für alle Knoten gilt, falls es einen Pfad, das ist eine Tautologie am Anfang. Ja? Falls es einen Pfad vom Startnoten gibt und reached gleich false ist, es reached bis auf den Startnoten sind alle false, dann gibt es einen Pfad in der Queue, nämlich Start zu diesem Knoten. Ja? Was hier steht, ist am Anfang eine Tautologie. Wenn es eine Pfad vom Startnoten zu diesem Knoten gibt, dann gibt es einen Pfad vom Startnoten zu diesem Knoten. Denn der Startnoten ist der einzige Knoten, der in der Queue drin ist. Kann man vielleicht so dazu schreiben. Der Begriff Tautologie ist Ihnen bekannt, stammt aus dem Griechischen und heißt ungefähr so viel wie zweimal oder mehrfach dasselbe aussagend.
So, ein ganzer Satz. So, mehr oder weniger, na ja, ganz aber. So, und der dritte Punkt für alle Knoten gilt, falls reached gleich true, in diesem Moment, sollte man vielleicht dazu schreiben, in diesem Moment, falls es mindestens und reached gleich false in diesem Moment, sowas würden Sie natürlich nicht alles unbedingt schreiben, aber hier kann es nicht schaden, solche Sachen nochmal sicherheitshalber hinzuschreiben. Gemeint ist in diesem Moment nach H größer gleich 0 Iteration. So, falls reached gleich true ist, also am Anfang ist der, hat der Startknoten reached gleich true. Wir reden also hier im Induktionsanfang über den Startknoten und über den Startknoten und über den Startknoten. Dann gibt es einen Pfad vom Startknoten zu dem. Es gibt einen Pfad vom Startknoten zum Startknoten, der enthält einen Knoten und null Kanten, nämlich sie bleiben einfach stehen. Ja, es gibt Pfad von Startknoten zu sich selbst. So. Gut. Damit wäre der Induktionsanfang schon mal erledigt. Das ist natürlich meistens, nicht immer, aber meistens der einfache Teil. So auch leider hier. Und jetzt müssen wir hier erstmal die Induktionsvoraussetzung sicherheitshalber hinschreiben. Also nach, ich formuliere das ein bisschen verkürzt, nach h größer gleich 0 Iteration gilt das hier, nach h minus 1 Iterationen gilt, größer gleich 0 Iterationen gilt, genau h minus 1 Knoten sind erledigt und h kommt, schauen Sie her, h kommt in den beiden anderen Teilen der Invariante gar nicht vor. Das heißt, 2 und 3 wie in der Formulierung der Invariante. So, so hat er wieder zugeschlagen. Ups, verkehrt. So. Weil H nicht vorkommt, können wir die einfach übernehmen. So, jetzt wissen wir also, was wir im Induktionsschritt als Induktionsvoraussetzung eben voraussetzen können. Wie sieht jetzt der Induktionsschritt aus? Machen wir wieder die Unterteilung in 1, 2, 3, wie wir sie in der Varianten haben. 1. H-Knoten sind erledigt. Ich notiere mir hier einfach mal ein X und kann hier dann runterschreiben, stimmt wegen Zeile X. Ja, hier in jeder Iteration dieser Schleife wird ein Knoten erledigt, sprich aus der Queue herausgenommen. Also brauchen wir nicht weiter groß zu argumentieren. Genau ein Knoten mehr wird erledigt. So. 2 und 3 werden jetzt ein bisschen komplizierter, denke ich. Falls es, gehen wir mal zu 2. Oder vielleicht gehen wir erstmal zu 3. Wo wird ein Knoten auf True gesetzt? Gehen wir zurück auf den Code. Wo wird ein Knoten auf True gesetzt? Gut, Start-ID brauchen wir uns nicht weiter zu befassen. Hier wird für einen Knoten Reached auf True gesetzt. Unter welchen Umständen? In dem Moment, Head-ID ist der Kopf der Zielknoten einer Kante, die von Node-ID hier kommt. Hier in diesem Code. Node-ID kommt aus der Queue, für Node-ID gilt Reached.
So, wie formulieren wir das? Welches wollte ich jetzt zuerst? Ja, sei Tail, nenne ich Tail-ID, das ist dann Head und Tail, der Head, der Zielknoten, der Kopf, Tail, Schwanz, der Knoten, von dem aus der die Kante losgeht, hat sich etabliert, so wie in Sequenzen, in linearen Listen und so weiter, Head und Tail im Englischen zu sagen, Kopf und Schwanz. Sei, wieso sie, ich sage sei, sei Tail-ID, der Knoten, von dem aus Node-ID gesehen wird, während reached von Node-ID noch false ist. So. Es kann sein, dass wir zu einem Knoten kommen von verschiedenen Richtungen, über verschiedene Kanten. Von einer Kante her kommen wir zum ersten Mal dahin. Und in dem Moment, wenn wir zum ersten Mal dahin kommen, setzen wir reached für diesen Knoten auf true. Der Fall interessiert mich. In dem Moment, wenn reached auf true gesetzt wird, und ich nenne den Knoten, von dem aus das geht. Ah, ich sehe, ich habe noch ein Problem da. Da stört sich was. Von dem Moment an, in dem Moment, wenn reached auf true gesetzt wird, also reached von Node ID auf true gesetzt wird. So, dann kommt Tail-ID aus Q heraus und hier geht jetzt reached von Tail-ID gleich true. Ja, wenn wir einen Knoten in die Queue reintun, dann setzen wir reached für diesen Knoten auf true. Also ist reached hier gleich true für diesen Knoten, von dem wir aus den fraglichen Knoten betrachten. So. Jetzt können wir die Induktionsvoraussetzung anwenden. Nach Induktionsvoraussetzung, und zwar der Fall, der uns hier interessiert gerade, nämlich 3, gibt es einen Pfad vom Startknoten zu diesem Knoten Tail-ID mit dieser ID. Denn das ist eine, denke ich, in sich abgeschlossene, wasserdichte Argumentationskette. Der muss reach gleich true haben, Induktionsvoraussetzung. Es gibt einen Pfad, die Erweiterung dieses Pfades um die Kante von Tail-ID nach Node-ID ist ein Pfad vom Startknoten zu Node-ID. Ganz einfach, ja. Wir sehen diesen Knoten zum ersten Mal über irgendeinen anderen Knoten. Nach Induktionsvoraussetzung, also wir wissen, dass der für diesen anderen Knoten Reach schon true sein muss und nach Induktionsvoraussetzung gibt es einen Pfad vom Startknoten zu diesem anderen Knoten. Hänge ich die Kante, über die ich diesen neuen Knoten jetzt sehe, vorne ran an dem Pfad, habe ich einen Pfad vom Startknoten zu diesem neuen Knoten.
Und damit haben wir aber am Ende schon das hier gezeigt. Dann folgt nämlich aus der Invariante 3. Das reached am Ende falls es keinen Pfad gibt. Das ist die logische Kontraposition von dem, was ich eben hier in der Variante formuliert habe. Falls es keinen Pfad vom Startknoten gibt, also falls reached gleich true ist, gibt es einen Pfad vom Startknoten zu diesem Knoten. Umgekehrt, falls es keine Pfad vom Startknoten zu diesem Knoten ist, muss reached gleich falsch sein. Dieser Teil der Korrektheit ist schon fertig. Nee, falsch. Farbe will ich. So, das schicken wir mal alles nochmal weg. Dieser Teil ist schon fertig. Bei der Korrektheit des Outputs ergibt sich sofort aus dieser Formulierung hier, wenn es keinen Pfad gibt, dann kann reached unmöglich true sein. So, jetzt kommt dieser Punkt noch. Wo war der, das zu zeigen? Für alle Knoten gilt, falls es einen Pfad gibt und es ist noch vor, der Knoten ist noch nicht erreicht worden, dann gibt es auch einen Pfad von irgendeinem Knoten in der Queue zu diesem Knoten. So. Jetzt kommt die Argumentation hinein, die wir da unten schon mal hatten. Jetzt können wir sie aber in diesem Format der Invariante hineinbringen. Betrachte einen solchen Pfad vom Startknoten zu diesem Knoten Node-ID. Wir sind jetzt in der Situation, in einer spezifischen Situation. Wir wissen, es nach Voraussetzung, wir betrachten einen Knoten, zu dem man von Startknoten aus hinkommen kann, über einen Pfad, über eine Folge von Kanten. Und so einen Pfad nehmen wir uns jetzt her und wollen jetzt zeigen, dass dann da ein Knoten dass dann ein Knoten tatsächlich in der Queue, von da aus geht es dann zu diesem Knoten weiter. Nach Induktionsvoraussetzung jetzt 2. Passt das alles rauf? Ja. Wo haben wir die Induktionsvoraussetzung? Wie hier oben. Für alle Knoten gilt, falls es mindestens einen Knoten gibt und noch reached false ist, dann gibt es einen Pfad in queue dazu. Gilt in der Situation unmittelbar vor der Iteration, vor der betrachteten Iteration gibt es einen Knoten in Q, ja, der auf diesem Pfad. Das sind Dinge sicherlich, die viele von Ihnen nicht sofort so nachvollziehen können, wie vielleicht andere Punkte in dieser Vorlesung sofort nachvollziehbar sind. Macht nichts, versuchen Sie so viel wie möglich aus der Vorlesung herauszunehmen und versuchen Sie es dann entsprechend nachzubereiten. Sie wissen ja, auf welche Art und Weise Sie uns kontaktieren können, um vielleicht Hilfestellung zu bekommen. In der Situation unmittelbar vor der betrachteten Iteration gibt es einen Knoten auf diesem Pfad, der in Q drin ist. Das ist die Induktionsvoraussetzung, Punkt 2. So. Wenn das nicht der Knoten ist,
So, das sollte ich mal dick machen. So. Wenn das nicht der Knoten ist, der in dieser Iteration aus der Q entfernt wird, dann hat sich nichts geändert. Dieser Knoten ist weiterhin in Q und natürlich auf dem Pfad. Daran hat sich nichts geändert. Wir halten einen Pfad fest. Ja? Sie haben vom Startknoten zu diesem Knoten, der weit weg noch ist, ja, Ihre Wellenfront, die in der Q drin ist, hat gerade mal vielleicht die Hälfte von Deutschland umspannt, wenn Sie hier starten. Und der Knoten, den wir uns ansehen, ist Singapur, Vladivostok, Kapstadt, irgendwo dort, weit weg noch. So, Sie wissen aber, die Wellenfront ist dicht. Das wollen wir, beziehungsweise das sind wir gerade dabei auch zu beweisen. Diese Wellenfront ist dicht. Jeder Pfad, der vom Startknoten hier Cannplatz bis irgendwohin nach Kapstadt oder Singapur fährt, wird in dieser Wellenfront einen Knoten berühren, eine Kreuzung in dem Verkehrsnetzwerk. So, in jeder Iteration wird die Wellenfront an einem Knoten Schritt weiter gegangen. Ja? Dieser Knoten wird rausgenommen aus der Wellenfront, aus der Q, und seine Nachfolger werden, also die, die noch nicht gesehen worden sind, werden eingefügt in die Wellenfront. So, wenn der Pfad, den wir uns festgehalten haben, jetzt einen anderen Knoten, nicht diesen, sondern einen anderen Knoten in der Wellenfront durchläuft, hat sich nichts geändert. Der Induktionsschritt ist in diesem Fall wirklich offensichtlich trivial und OBDA und sonst was. Ansonsten, vielleicht sollte ich hier mal Zeilen dazwischen reinsetzen. Ansonsten ist einer der Nachfolger dieses Knotens auch auf dem Pfad und alle Nachfolger werden in Q. Oh, jetzt hat er sich gemerkt, irgendwie, dass er die Q nicht groß setzen soll. Es gibt doch Intelligenz auf meiner Hardware. Und alle Nachfolger werden in Q eingefügt. So, damit sind wir eigentlich hier an dieser Stelle fertig. Hier noch Platz. Einer der Nachfolger hier oben. Ja, hier werden alle Nachfolger durchgelaufen. Einer der Nachfolger ist auch auf diesem Pfad, logischerweise. Und der wird eingefügt. Ist eigentlich soweit jetzt richtig. Aber, ich hatte gesagt, irgendwas stimmt daran noch nicht ganz. Denn nicht alle Nachfolger dieses Knotens werden eingefügt. Hier werden zwar in dieser Vorschleife alle Nachfolger dieses Knotens, den ich gerade aus der Wellenfront rausgenommen habe, durchlaufen. Alle, die erreichbar sind über Kanten unmittelbar. Aber nicht alle diese Knoten werden eingefügt, weil da noch eine if-Abfrage ist. Es werden nur die eingefügt, die noch nicht erreicht sind, die noch jenseits der Wellenfront sind, die noch nicht bisher gesehen worden sind. Da müssen wir also noch ein bisschen nachkorrigieren, damit das Ganze stimmt. Und wir müssen hier bei der Invariante nachkorrigieren. Dann gibt es einen Pfad von einem Knoten in Q zu Node-ID, sodass der von einem Knoten, den nenne ich jetzt mal XY-ID in Q zu Node-ID, sodass der unmittelbar nach XY
XYID folgende Knoten auf diesem Pfad reached gleich false hat. Also ich habe das jetzt hier ein bisschen verkürzt. Ich bitte um Nachsicht, dass ich dem jetzt keinen Namen gebe. Das muss noch hinein, dann stimmt das erst. Denn nur die, bei denen noch reached gleich false ist, in diesem Moment, nur die, bei denen noch reached gleich false ist, kommen in die Queue hinein. So, jetzt würde es passen. Gucken wir nochmal. Die Induktionsanfang ist immer noch eine Tautologie, da der Startknoten nur der einzige Knoten am Anfang in der Queue ist, hat automatisch jeder nachfolgende Knoten auf einem Pfad reached gleich false. Dafür, für den Induktionsanfang hat sich nichts geändert durch diese kleine Verbesserung der Invariante. Und der Induktionsschritt stimmt auch weiterhin. Aus dem Induktionsschritt haben wir gefolgert, wir müssen die Invariante an dieser Stelle noch weiter verbessern. So, gucken wir uns Korrektheit an. Folgt aus der Invariante, dass reached gleich true am Ende ist. Falsch, ich wollte die Farbe. Warum? Denn am Ende ist Queue leer. Das ist gerade die Abbruchbedingung, dass die Queue leer ist. Und das heißt, es kann keinen Pfad von einem Knoten in Queue zu Node-ID, zu diesem Knoten geben. Logisch, wenn es keinen Knoten gibt, kann es auch keinen Pfad von einem Knoten geben. Also die Invariante, was ist die Invariante? Falls es einen Pfad gibt, gibt es vom Startknoten zu diesem Knoten, gibt es auch einen Pfad von der Queue zu diesem Knoten. Also gemäß Invariante Teil 2 kann es keinen Pfad vom Startknoten zu Node-ID geben. So würde jetzt ein meines Erachtens korrekter Beweis in diesem Fall aussehen. Das ist, wie gesagt, der komplizierteste Fall, den wir hier in dieser Vorlesung sehen. Also keine Panik und Sie können sich sicher sein, im Übungsbetrieb und in der Klausur wird das ganze Thema Korrektheit so niedergebrochen, dass Sie einzelne Teile sich ansehen sollen, Induktionsschritt und so weiter. Und das wird gegebenenfalls ausreichend viel dazu gesagt, dass Sie sich nicht alle diese Gedanken machen müssen, die ich mir jetzt hier Gedanken gemacht habe. Also don't panic, so anspruchsvoll wie das jetzt wird es nicht, sollte Sie aber nicht davon abhalten, ganz und gar nicht, sich insbesondere dieses Beispiel noch intensiv zu Gemüte zu führen, in Vorbereitung auf die entsprechenden Testate, in Vorbereitung auf die Klausur. So, wie ging das jetzt nochmal alles? Sammeln wir nochmal, damit wir das alles vielleicht nochmal grundsätzlich sehen. Wohldefinierte Hand haben wir schon, Termination haben wir schon, Korrektheit der Resultate. Wir haben gesehen, in jeder Iteration gibt es jeweils einen Knoten mehr, der erledigt ist, aus der Queue rausgeschmissen wurde. Alles klar. Diese beiden Punkte, die Essenz ausmachen. Ich habe Ihnen schon mehrfach gesagt, die Invariante ist die Essenz eines Algorithmus, die Grundidee, die Idee eines Algorithmus. Und hier hat sich das niedergeschlagen in den zwei Punkten. Wir haben ja für jeden Knoten zwei mögliche Ausgänge am Ende, entweder reached gleich true, der Knoten ist erreicht worden, oder reached gleich false,
der Knoten ist nicht erreicht worden und für beide Fälle einen Zweig der Invariante, einen Punkt in der Invariante. Der eine sagt, wenn es einen Pfad gibt, vom Startknoten zu einem noch nicht gesehenen Knoten, dann gibt es einen Pfad auch von einem Knoten in der Queue zu diesem noch nicht gesehenen Knoten, der einen noch nicht gesehenen Knoten hat als nächstes, also der in die Wildnis, in die noch unerforschten Teile des Graphens hineingeht. Also das bedeutet schlicht und einfach, die Queue ist eine dichte Wellenfront, an der kein Pfad vorbeikommen kann. Anschaulich gesprochen. Und das Umgekehrte, falls wir tatsächlich irgendwann mal für einen Knoten Reach gleich True setzen, das machen wir nur, wenn wir tatsächlich diesen Knoten über einen Pfad vom Startknoten aus erreichen können. Was irgendwie anschaulich klar ist, die Wellenfront geht ja immer über Kanten und überall in alle Richtungen wachsen die Pfade und wenn die Wellenfront einen Knoten erreicht, dann ist halt entsprechend ein Pfad dahin weitergewachsen. Also das ist zwar anschaulich, aber anschaulich, habe ich Ihnen gesagt, nichts ist anschaulicher als die Tatsache, in Anführungszeichen, dass die Sonne sich einmal in 24 Stunden um die Erde dreht. Also Anschaulichkeit ist kein wirklich valides Argument. Induktionsanfang haben wir gesehen, ist wie meistens sehr einfach. Induktionsschritt, gut, der erste Punkt folgte sowieso automatisch daraus, dass wir in jeder explizit einen Knoten in jeder Iteration erledigen. Und hier hatten wir jetzt ein bisschen Arbeit reinstecken müssen. Wir sind von der Korrektheit her ausgegangen. Wir haben uns überlegt, wie möchten wir gerne den Korrektheitsbeweis formulieren, sodass wir dann irgendwo schreiben können, aus der Invariante Teil so und so folgt dann, dass dieser Aspekt der Korrektheit korrekt ist. Also dass tatsächlich alle Knoten, die erreicht werden sollen, Reach gleich True haben. Und der andere Punkt, dass alle Knoten, die nicht erreicht werden, Reach gleich False haben. Und daraus haben wir dann schrittweise zurückgeschlossen, wie muss die Invariante aussehen, damit das Ganze am Ende tatsächlich funktioniert. Und in komplexerer Softwareentwicklung ist es sehr, sehr sinnvoll, das zeitlich zu verzahnen mit der Entwicklung des Codes. Dass Sie versuchen, während Sie den Code schon schreiben oder sogar am besten noch vorher, wo Sie nur so eine Idee haben, wie ich sie formuliert habe, wir haben eine Wellenfront, die in jeder Iteration einen Knoten weiter vorausgeht in das bisher Unbekannte und diese Wellenfront ist dicht, da kommt kein Pfad dran vorbei, dass man das vielleicht versucht, erst einmal in, soweit man kommt, in einen Korrektheitsbeweis zu packen und sich dann zu überlegen, wie muss das jetzt implementiert sein am Ende, damit das wirklich funktioniert. Wie muss ich die Implementation schreiben? Ja, ich weiß, natürlich wird man es eher so ein bisschen andersrum machen. Man wird erstmal anfangen loszuhacken und vielleicht wird man sich um die Korrektheit kümmern. Man sollte sich in professioneller Softwareentwicklung um die Korrektheit kümmern. Durchaus so wie hier. Also, dass sie schon relativ bald nach dem ersten Loshacken anfangen, sich Gedanken darum zu machen, wie sieht dann eigentlich der Korrektheitsbeweis aus und dann immer auch gegenchecken, Moment, das, was ich da implementiere, entspricht das dem Korrektheitsbeweis oder nicht? Wenn nicht, muss ich entweder an meinem Code etwas anders machen, dann habe ich noch einen Fehler drin oder vielleicht ist auch mein Korrektheitsbeweis nicht so richtig passend. Wenn ich hier von Korrektheitsbeweisen rede, nochmal, was ich schon gesagt hatte, das sind die Gedanken, die man sich machen sollte, um die Korrektheit seines Codes, die man sich auf jeden Fall machen sollte. Und es ist immer eine gute Idee, diese Gedanken, die man da hat, zu verschriftlichen, dass man sie schwarz auf weiß vor Augen sieht, dass man auch mit anderen Leuten vielleicht da wesentlich besser drüber reden kann, dass man auch anderen Leuten verschriftlich kommuniziert, warum sie der Meinung sein sollen, warum sie gefälligst glauben sollen oder eben nicht glauben, sondern sich überzeugen lassen sollen, dass diese Methode korrekt implementiert ist.
verschriftlichen, das eine, und das andere ist strukturieren. Im Grunde machen wir nichts anderes mit Vollständigkeit als diese Gedanken, die man sich machen sollte, zu strukturieren. Ja, was muss in der Initialisierung passieren, damit das Ganze am Ende korrekten Output liefert? Das ist der Induktionsanfang. Was muss in einer Iteration passieren, damit am Ende korrekter Output geliefert wird? Das ist der Induktionsschritt. Was darf ich erwarten, wenn ich mir eine Iteration ansehe, ob die korrekt ist oder nicht? Was darf ich erwarten, was bis dahin passiert ist? Worauf kann ich da blind vertrauen? Das ist die Induktionsvoraussetzung. Ja, es ist eigentlich eine ganz natürliche Sache, auf die man gekommen wäre, selbst wenn es das Prinzip der vollständigen Induktion nicht gegeben hätte. Man wäre dort auf ganz natürliche Art und Weise dazu gekommen. So, damit möchte ich, falls da nicht konkrete Fragen jetzt sind, das Thema iterativ erst einmal beenden, bis auf Weiteres. Und zum Thema rekursiv kommen. Wie hat sich denn der Beamer jetzt benommen? War halbwegs vernünftig oder ging jetzt soweit? Okay, gut. So, wir haben exakt dieselben Aufgaben wie eben bei iterativ, sodass Sie dann also eins zu eins nebeneinander sich anschauen können, wie sieht es iterativ aus, wie sieht es rekursiv aus. Einerseits bei den Implementationen, wie sehen die Implementationen unterschiedlich oder gar nicht, vielleicht gar nicht so unterschiedlich aus, und zum anderen bei den Korrektheitsbeweisen. Was ist identisch, was ist nicht identisch, was ist ähnlich, was ist nicht ähnlich. So, wir hatten schon als erstes Beispiel iterativ die Fakultät einer natürlichen Zahl. Wir haben schon festgestellt, wir kommen im Grunde nicht weit, wenn wir nicht so eine Klasse wie Big Integer benutzen, sondern wenn wir die eingebauten Datentypen benutzen. Selbst wenn wir den größten ganzzahligen Datentyp Long benutzen, kommen wir gerade mal auf diese Zahlen. Wir kommen bestenfalls auf 20 Fakultät und müssen daher nicht nur n größer gleich 0 voraussetzen, was für die Definition der Fakultät natürlich wesentlich ist, weil die Fakultät zunächst einmal, man kann natürlich Fakultät auch für negative Zahlen definieren, wenn man unbedingt will, aber zunächst mal ist die Fakultät klassischerweise nur für größer gleich 0 definiert, und wir müssen alle Zahlen größer 21 beim Datentyp Long ausschließen. Fakultät, wissen Sie, was das ist? Das Produkt aller Zahlen bis dahin. So, für die Fakultät habe ich jetzt wieder den Code hingeschrieben. Das war auch beim Iterativen so, dass ich den Code einfach hingeschrieben habe. Ich denke, es ist sofort lesbar. Wenn n gleich 0 ist, soll 1 rauskommen, sonst die Fakultät von n minus 1. Also falls, ich weiß nicht, wurde der Operator, der Fragezeichen-Operator in FOP eingeführt? Wurde eingeführt haben, aber trotz. Ja, richtig, mal n. Danke, schon der erste Fehler gefunden und korrigiert. Vielen Dank. Factorial n minus 1 mal n. Logisch, sonst kommt am Ende für jede Zahl n nur 1 raus und dann bräuchten wir auch die Vorbedingung n kleiner gleich 20 nicht. So, Wohldefiniertheit, Division durch 0 kann nicht sein. Arithmetischer Überlauf kann auch nicht sein wegen der Vorbedingung und weil wir bei jedem n größer gleich 0 gehen wir 1 runter und irgendwann kommen wir bei 0 an, beim Rekursionsanker. An dem können wir nicht vorbei, wir können nicht in die negativen Zahlen hineinrutschen, wenn n nicht von vornherein negativ war. Und wenn n von vornherein negativ war, ist die Vorbedingung nicht erfüllt. Logisch wasserdicht. So, lesender, schreibender Zugriff auf Null. Wir haben gar keine Objekte, keine Arrays, keine Klassenobjekte, nichts. Also nein. Lesender, schreibender Zugriff auf nicht existente Array-Komponente. Wir haben keine Arrays, also nein. Und in dieser einen Zeile, was da noch an anderen Runtime-Exceptions passieren könnte, da fehlt mir jegliche Fantasie, also können wir auch Nein sagen. So, wohl definiert ist in diesem Fall einfach.
Termination ist eigentlich auch in diesem Fall mit scharfem Hinsehen sichtbar. Ja? N ist größer gleich 0, in jeder rekursiven Schritt um 1 weniger, irgendwann wird 0 erreicht. Bräuchte man vielleicht an dieser Stelle in diesem Fall nicht noch zu verschriftlichen, weil sich das unter erfahrenen Softwareentwicklern versteht. Durch scharfes Hingucken sieht man das, aber vielleicht trotzdem mal. Wir sind ja hier in der Maxi-Version. Die Rekursion terminiert wegen Abbruchbedingung n größer gleich 0 und in jedem rekursiven Schritt um 1 verringert wird. Damit ist vollkommen klar, irgendwann wird die Abbruchbedingung 0 erreicht. Korrekt hat der Resultate, Output und Nachbedingung. Wir haben wieder keine Nachbedingung, sondern nur Output zum wiederholten Male. Nachbedingung wäre so etwas wie, ich gebe ein Array als Parameter rein und erwarte von der Methode, dass sie dieses Array sortiert. Das heißt, Nachbedingungen sind Eigenschaften, die nach Aufruf der Methode, nach Beendigung der Methode von den Parametern erfüllt werden sollen. Haben wir nicht, wir haben nur einen Rückgabewert und die Fakultät, also die Invariante ist einfach, das wird uns jetzt hier begleiten. Die Formulierung der Invariante ist bei rekursiven Methoden sehr einfach und immer dieselbe. Ich könnte es auch einfach allgemein formulieren, die Invariante ist schlicht und einfach, der Rückgabewert der Methode ist korrekt. Macht die Sache einfacher, nicht? Wir werden auch sehen, dass das sinnvoll ist, dass man darauf eine Vollständigfunktion aufbauen kann. Es gibt auch andere Möglichkeiten, die Invariante zu formulieren. In manchen Fällen gibt es andere Möglichkeiten. Sie können, hatten Sie in FOP Tail Recursion? Okay, gut. Also dann will ich damit gar nicht erst anfangen. Also es gibt ja viele Fälle, in denen ein Compiler prinzipiell in der Lage ist, eine Rekursion, etwas, was Sie als Rekursion formulieren, in eine Iteration, in eine Schleife umzuwandeln, intern, ohne dass Sie das jetzt groß mitbekommen, aus Effizienzgründen natürlich. Und in solchen Fällen kann man die Rekursion auch beweisen, indem man die Invariante für diese Schleife formuliert und beweist. Aber das ist eine Verkomplizierung, die hier nicht sein muss. Brauchen wir nicht. Wir behandeln den einfachen Normalfall. Ich glaube, auf dem zugehörigen Übungsblatt wird es kurz mal angesprochen, aber ist nicht weiter wichtig für unsere Zwecke hier. So, Induktionsanfang für n gleich 0 wird 1 zurückgeliefert offensichtlich. Das ist okay, denn 1 ist Nullfakultät per Definition. So, hier an dieser Stelle wird es jetzt ein bisschen komplizierter, ein ganz kleinen Tick komplizierter als bei iterativen Code. Bei iterativen Code, bei einer Schleife, wenn Sie sich überlegen, eine Iteration, ein Durchlauf durch die Schleife, ist das korrekt, dann vertrauen Sie auf die Situation unmittelbar vor dieser Schleife, vor diesem Durchlauf der Schleife, unmittelbar davor. Das heißt also, wenn Sie beweisen wollen, nach H-Iteration gilt irgendwas, dann interessiert Sie einfach nur die Situation, wie sah es nach H-1-Iteration aus. Und beweisen im Induktionsschritt, wenn es nach H-1-Iteration so und so aussah, wenn die Invariante stimmt, dann stimmt sie auch nach H-Iteration. Also Induktionsvoraussetzungen haben wir dort immer formuliert auf H-1, einen Schritt zurück. Hier werden wir, in diesem Beispiel wird es noch nicht wichtig sein, aber im nächsten Beispiel schon werden wir sehen, dass wir damit nicht auskommen, dass wir nicht einfach hier hinschreiben können, die Invariante gilt für N-1, weil wir durchaus noch tiefer zurückschauen müssen als nur das unmittelbare davor n-1, wenn wir für n beweisen wollen, dass die Invariante gilt. Werden wir gleich bei Fibonacci-Zahlen sofort sehen. So, Induktionsschritt. Nach Induktionsvoraussetzung wissen wir, der rekursive Aufruf mit n-1
liefert die Fakultät und jetzt noch die, was ich nachgetragen habe, dank des Einwurfs von einem Kommilitonen. Multiplikation n muss natürlich noch sein und das ist natürlich die Fakultät von n minus 1 multipliziert mit n ist natürlich die Fakultät von n. Und hier brauchen wir überhaupt nicht mehr uns Gedanken zu machen, warum der Output korrekt ist, denn die Invariante sagt es schon. Die Invariante sagt es für jeden rekursiven Aufruf. Ja, wenn Sie Fakultät von n hernehmen, ruft die mit n-1 auf, die mit n-2, die mit n-3 und so weiter. Und die Rekursion sagt, für jede dieser Werte wird das zurückgeliefert. Und deshalb ist hier nichts mehr zu sehen. So, kommen wir zu Fibonacci. Es sei denn, Sie haben da an dieser Stelle mit der Fakultät noch eine Anmerkung oder Frage. Gut, kommen wir zu Fibonacci. Das hatten wir auch schon. Wir haben auch schon festgestellt, auch Fibonacci wächst leider viel zu schnell, sodass wir also für mit unseren eingebauten Datentypen da nicht weit kommen. Immerhin kommen wir da bis zur Zahl 92. Fibonacci-Zahl von 92 geht noch im Datentyp Long, sodass wir also n kleiner gleich 92 in der Vorbedingung fordern müssen. Ich habe jetzt hier. Der Output ist die Fibonacci-Zahl. Es ist sinnvoll, nochmal in solchen Fällen hinzuschreiben, was ich genau meine mit der Fibonacci-Zahl, zum Beispiel durch die Rekursionsformel, weil als ich dafür nochmal recherchiert habe, ist mir aufgefallen, dass es in verschiedenen Quellen durchaus ein bisschen unterschiedlich ist, ob Fibonacci mit 0 anfängt, mit 1, ich weiß nicht warum, aber irgendwie scheint es da doch ein paar Unterschiede zu geben. Das heißt also, die Fibonacci-Zahlen gibt es nicht unbedingt, nicht, soweit ich gesehen habe, nicht in allen Quellen einheitlich äquivalent definiert, was ein übler Missstand ist, finde ich. Also im Ingenieursbereich kann man sich sowas nicht leisten. Da gibt es dann die Norm für die ganzen verschiedenen Definitionen. Aber es ist, wie es ist, deshalb ist es sinnvoll, nochmal hinzuschreiben, was ich hier ganz konkret mit Fibonacci meine, damit der Nutzer Bescheid weiß, welcher Definition ich gefolgt bin. Ja, also Sie sehen, es gibt vieles immer wieder zu beachten bei der Dokumentation von Code. Es ist nicht immer und überall so kompliziert, aber da, wo es so kompliziert ist, sollte man daran denken. Beziehungsweise die Gedanken, die ich Ihnen jetzt hier versuche zu vermitteln, sind natürlich auch in dann entsprechend anderen Situationen anwendbar, auch in den weniger komplizierten. So, wie implementieren wir jetzt Fibonacci? Versuchen wir es genauso mit dem Fragezeichen-Operator. Also, return. Wie habe ich es definiert? Hier, also wenn n gleich 0 ist, dann wird 0 zurückgeliefert, sonst, wenn n gleich 1 ist, dann wird, was ist zurückzuliefern? 1. Ansonsten die Summe aus den beiden vorhergehenden Fibonacci-Zahlen, n minus 1 und Fibonacci von, halt, ich habe der Methode wieder einen halbwegs sprechenden Namen gegeben, also muss ich das auch schreiben, Fibonacci von n minus 2. Ja, das ist auch das Schöne manchmal an Rekursion, man kann einfach die Definition in programmiersprachlichen Code umsetzen, 1 zu 1. Und hier sehen Sie, warum die Induktionsvoraussetzung nicht einfach heißen darf, für n-1 ist alles Paletti. Denn wir greifen ja hier nicht nur auf n-1 zu, sondern wir greifen auch auf n-2 zu. Also für alle i kleiner n müssen wir voraussetzen, dass alles Paletti ist, ist aber auch kein Problem. Das gibt die vollständige Induktion her als Beweisprinzip, dass man das voraussetzen darf. So, gucken wir nochmal wieder. Division durch 0, naja, wir teilen immer noch nicht. Arithmetischer Überlauf, da müssen wir uns einen kleinen Gedanken machen. Ganz kleinen Gedanken müssen wir uns dazu machen. Denn hier haben wir ja mal einen Sprung drin. Wir überspringen natürliche Zahlen. Ja?
Hier oben bei Factorial, bei der Fakultät, war es die Situation sehr überschaubar. In jeder Iteration wird das n um 1 kleiner, es ist größer gleich 0 nach Vorbedingung und wird dementsprechend irgendwann mal 0. Wir können die 0 nicht überspringen in den negativen Bereich, weil immer nur um einen Zähler das n runtergegangen wird. Hier ist die Situation ein klein wenig anders, denn hier mit dem zweiten Summanden überspringen wir Zahlen, aber wir haben ja zwei unmittelbar aufeinanderfolgende Rekursionsanker, n gleich 0 und n gleich 1 zum Glück, sonst würde das ja nicht funktionieren. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel n gleich 2 hätte, dann würde ich bei der 0 landen. Wenn ich n gleich 3 hätte, würde ich dann bei der 1 hier landen, wenn ich hier minus 2 nehme. Das heißt, auch hier ist es wieder wasserdicht. Man kann nicht die Rekursionsanker überspringen, um aus Versehen in den negativen Bereich reinzukommen. Ist an diesem Beispiel alles offensichtlich? Ich weiß, eigentlich muss man sich um so ein Beispiel wie Fibonacci-Zahlen gar nicht solche Gedanken machen. Ist ja ein Einzeiler, aber ist halt illustrativ dafür, für Gedanken, die man sich in anderen Situationen vielleicht dann doch machen sollte. So, arithmetischer Überlauf, also sozusagen Unterlauf dann ins Negative, kann nicht passieren. Lesen oder schreibender Zugriff auf 0 kann nicht passieren, denn wir haben keine Arrays oder Klassen, keine Objekte davon, nicht existierende Array-Komponente haben wir nicht, andere Runtime-Exceptions auch nicht. Ach so, vielleicht sollte man hier an dieser Stelle sich natürlich noch mal was überlegen, das muss ich mir aber dann bis zum nächsten Mal, glaube ich, überlegen. Ich sage das hier so einfach, Würfe von anderen Runtime-Exceptions können nicht passieren, ja. Aber natürlich kann bei Rekursion immer eine weitere Exception passieren, nämlich Stack Overflow. Sie wissen ja, bei jedem Aufruf einer Methode wird entsprechend Speicherplatz abgelegt an einer Stelle, die typischerweise Runtime Stack heißt, Laufzeitstapel. Und wenn Sie jetzt Rekursion machen, dann heißt das, für jeden rekursiven Aufruf wird da entsprechend ein Frame, so heißt das offiziell, ein Stück Speicherplatz angelegt. Und wenn Sie eine Million rekursive Aufrufe runter haben, weil Sie beispielsweise Fakultät mit einer Million aufgerufen haben, dann haben Sie entsprechend eine Million Frames auf dem Runtime-Stack. Und irgendwann, wenn Sie es nur groß genug treiben, dann knallt es durch, dann knallt der Speicher dafür reserviert, es reicht dafür nicht aus und dann wird ein Stack-Overflow geworfen. Das heißt also, das mache ich jetzt heute nicht mehr. Das überlege ich mir nochmal genau, wie ich das einfüge und sage Ihnen dann beim nächsten Mal das Ganze nochmal. Das heißt also, Stack Overflow muss man hier bei rekursiven Aufrufen nochmal gesondert behandeln. Muss man voraussetzen, dass die Zahl, die eingegeben wird, nicht so groß ist, dass Stack Overflow passieren kann. Das ist in den beiden Fällen sicherlich unproblematisch. Also bei n gleich 92 und erst recht bei n gleich 20 hier ganz oben bei Fakultät wird es mit Sicherheit keinen Stack Overflow geben, es sei denn, Sie haben die entsprechende Variable für das Laufzeitsystem so eng gesetzt, dass selbst mit diesen kleinen Zahlen Stack Overflow passiert. Gut, Termination, warum terminiert das? Naja, wieder aus ähnlichen Gründen. In jedem rekursiven Aufruf wird n echt kleiner und erreicht daher in endlicher Rekursionstiefe einen der beiden Rekursionsanker. Wir haben gesehen, die werden nicht übersprungen. So, Korrektheit der Resultate, Invariante der Rekursion, das ist wieder dasselbe. Man könnte immer, wie gesagt, pauschal schreiben, das Ergebnis ist korrekt. Ich kann es aber auch nochmal genau hinschreiben. N wird die n-te Fibonacci.
Zahl zurückgeliefert. So, Induktionsanfang. Hier haben wir mal eine interessante Situation, dass wir zwei Fälle haben, nämlich n gleich 0 und n gleich 1, beide als Induktionsanfang, als Rekursionsanker. Also Sie sehen, das Schema ist immer dasselbe. Der Induktionsanfang ist einfach beim Rekursionsanker. Wir hatten vorher bei Schleifen, der Induktionsanfang ist das, was die Initialisierung herstellen muss an Situationen. Und jetzt haben wir die Situation, der Induktionsanfang ist das, was der Rekursionsanker erreichen muss. Ich glaube, es ist nicht schlecht, hier einfach zu schreiben, wirklich mal offensichtlich, ja. Also, das ist OBDA trivial und insbesondere offensichtlich. So, das ist die Definition und da ist die Umsetzung. Ja, nichts zu sagen. Induktionsvoraussetzung. Hier ist es jetzt wichtig, für alle i kleiner n und nicht nur für n minus 1 zu schreiben, ist liefert Fibonacci die Ite Fibonacci-Zahl. Und der Induktionsschritt ist einfach nach Induktionsvoraussetzung liefern Fibonacci von n minus 1 und Fibonacci von n minus 2. Vielleicht sollte man das dazu schreiben noch. Hier n gleich 0 und n gleich 1. Und hier beim Induktionsschritt und Induktionsvoraussetzung, wir haben jetzt n größer 1 und hier beim Induktionsschritt natürlich auch n größer 1. Nach Induktionsvoraussetzung liefern die beiden das richtige Ergebnis. Ihre Summe ist wegen n größer 1. Die n ist die n-te Fibonacci-Zahl. Korrekt. Korrekt hat das Output. Folgt wieder in diesem Fall direkt aus der Invariante. Haben wir da nichts weiter zu zeigen. So, Fibonacci ist damit, denke ich, eine einfache, kleine erste Fingerübung gewesen. Jetzt kommen wir wieder zu einem alten Bekannten, wo wir eine kleine Verkomplizierung haben, die aber sehr, sehr häufig und sehr, sehr typisch ist. Wir haben jetzt binäre Suche im Array nochmal. Sie erinnern sich, was das ist. Wir haben es iterativ implementiert. Letzten Termin, glaube ich, war das noch. Oder vorletzten, weiß ich nicht mehr. Was heißt das? Sie haben ein Array gegeben, Sie suchen ein Element darin, Sie liefern true zurück, falls dieses Element mindestens einmal in dem Array vorkommt. Sie liefern sonst false zurück, falls das Element überhaupt nicht in dem Array vorkommt. Und Sie gehen so vor, Sie setzen Marker ganz links und ganz rechts und grenzen dann schrittweise, halbieren das Intervall schrittweise so, dass Sie wissen, in dem Intervall, in dem Sie durch die Marker, dass Sie durch die Marker eingrenzen, muss das Element drin sein, wenn es überhaupt im Array drin ist. Das haben wir iterativ gemacht. Jetzt können wir rekursiv vorgehen. Das ist übrigens ein Beispiel für das, was ich vorhin gesagt habe, Tail Recursion, übersetzt Schwanzrekursion, was bedeutet, dass der Compiler durchaus die Möglichkeit hat, wenn er es will, wenn er so implementiert ist, die Rekursion intern in eine Iteration zu übersetzen. Und was bedeutet, man könnte auch anstelle
der Invariante, wie wir sie hier formulieren und beweisen, könnte man stattdessen auch die Invariante so formulieren und beweisen wie für die Schleife. Gut, aber was ist jetzt hier erstmal gegenüber den letzten beiden Beispielen das Neue? Das Neue ist, dass die Methode, die wir schreiben wollen, nicht tauglich ist für die Rekursion. Denn wir brauchen Marker, die wir in jedem Rekursionsschritt immer einengend setzen. Was wir dafür machen müssen, ist, die eigentliche Rekursion auszulagern in eine weitere Methode, die diese beiden Marker als zusätzliche Parameter hat. Die hatten wir L und R genannt, für links und rechts oder left und right, wie auch immer. Und hatten die so gesetzt, dass sie immer, der linke Marker ist 1 links von dem Intervall, in dem das x noch zu finden ist. Der rechte Marker ist 1 rechts von dem Intervall, in dem das Element noch zu finden ist, falls es überhaupt drin ist. Damit initialisieren wir die Rekursion auf oberster Stufe und müssen jetzt genau das im Grunde machen, was wir auch beim letzten Mal iterativ gemacht haben, nämlich die Eingrenzung zu schreiben. Nur jetzt rekursiv und nicht mehr iterativ. So, wir sind jetzt mittendrin in einer Situation. Ja, am Anfang sind das die beiden Werte, der erst, also 1 kleiner als der kleinste Array-Index, 1 größer als der größte Array-Index. Jetzt sind wir irgendwo mittendrin mit irgendwelchen Werten int L und int R, die beliebig schon das Intervall verkleinert haben, eingegrenzt haben, wo das x sein könnte. Das ist so die allgemeine Situation. Wir müssen natürlich im Auge behalten, dass der Code, den wir hier schreiben, auch für die initiale Situation, dass L und R außerhalb des Array-Bereichs ist, dass es dafür auch funktioniert. Aber ansonsten ist die allgemeine Situation mehr oder weniger immer dieselbe. Also da gibt es jetzt keine großen Unterschiede. Wir müssen allerdings noch den Rekursionsabbruch, den Rekursionsanker erst einmal schreiben. Da schaue ich nochmal, da klaue ich einfach mal hoffentlich hier noch, wie wir das Ganze hier implementiert haben. Ich muss ja nicht das Rad nochmal neu erfinden. Hier, wo sind wir denn? Hier. Das war die Fortsetzungsbedingung. Und ich will abbrechen. Ich drehe es also um. Das logische Komplement ist die Abbruchbedingung. In dem Fall haben wir das Element nicht gefunden. Ja, hier, das war unsere Fortsetzungsbedingung für die Schleife. Das ist dasselbe binäre Suche iterativ, wie wir es beim letzten Mal oder vorletzten Mal erstellt haben. Und wenn diese Abbruchbedingung greift, dann ist das Intervall leer geworden und im leeren Intervall kann x nicht sein. Also ist es sicher, ist es kein Problem, dass wir dann blindlings false zurückliefern. Können wir in der Situation entsprechend auch. So, jetzt haben wir den Rekursionsanbruch schon mal. Jetzt müssen wir weiterschauen, wie ging es weiter mit, wenn wir nicht am Ende angekommen sind. So, das glaube ich, kann ich 1:1 klauen. Ups. Oder? Also, ich setze wieder die Mitte. Wir hatten uns schon beim letzten Mal, also als wir das implementiert haben, iterativ Gedanken gemacht, da kann nichts passieren. Das ist eine absolut sichere Implementation, dass ich dann hinterher auf einen existierenden Array-Index zugreife. Das muss in jedem Fall stimmen. Und wenn ich jetzt an dieser Stelle feststelle, dass das Element gefunden wurde, kann ich einfach true zurückliefern. So, jetzt kann ich, ja? Ach, der hat keinen Comparator mehr.
Ja, Sie haben recht, den müssen wir auch noch hinein einfügen. Ach so, wir haben jetzt keinen Comparator mehr. Nee, doch, den brauchen wir. Wir haben hier einen generischen Datentyp hier, ja. Moment, ich bin gleich soweit. CMP und hier muss auch nochmal der Comparator eingefügt werden. So, eine Wortmeldung? Ja, Sie sehen, was man da so alles. Daran haben wir jetzt genug gearbeitet, nicht? Das müsste eigentlich stimmen, kann ich jetzt einfach übernehmen. Also, Sie sehen, worauf man so alles achten muss, dass man da nichts vergisst. Oder wie leicht ist es, die Dinge doch zu vergessen. Weil sie einem selbstverständlich sind, aber nur weil sie einem selbst selbstverständlich sind, heißt es noch nicht, dass sie dem Leser oder dem Nutzer der Methode selbstverständlich sind. Bitte? Right und Left müssen ausgeschrieben werden. Wo? Ja, wo fehlt denn Left und Right ausgeschrieben? Ach so, ja. Gut, das hätte zum Glück dann mal der Compiler gefunden. Aber es wäre fatal, wenn es dann trotzdem zwei Integer L und R und zwei Integer Left und Right gegeben hätte, nicht? Sowas macht man ja mal gerne. Left und Right für die Parameter und innen drin nur L und R, weil man nicht so viel tippen will. Das wäre böse ausgegangen, nicht? Wenn das dann nicht jemand jetzt durch Code Review gesehen hätte. So, das haben wir, wenn nicht noch weitere Punkte hier sind. Jetzt müssen wir hier uns ansehen, wenn das auf der anderen Seite ist, ja, da können wir dann gleich rekursiv aufrufen, ohne weitere Setzung und alles. Find Req mit dem Array, mit dem Element. Das lassen wir noch aus, was wir da reinschreiben und mit CMP. Und wenn beide Fälle nicht vorkommen, wenn also weder Compare gleich 0 ist, noch Compare kleiner 0 ist, dann ist Compare gleich 0. Und wir können an dieser Stelle auch schreiben, Return find req von a, x, lasse ich noch kurz aus, was ich da hinschreibe. So. So, was müssen wir jetzt hier jeweils hinschreiben? Kleiner 0 heißt, x ist kleiner als der Wert in der Mitte. Das heißt also, left bleibt. Dementsprechend bleibt dann hier right. Und hier, wie sah das aus? Mittel. Hier kommt dann Mittel rein. Und hier kommt dann Mittel rein. So. Nochmal Kontrolle. Wir haben eine Methode find mit den Parametern wie bisher auch und rufen das dann auf entsprechend mit den zwei zusätzlichen Markern links und rechts. Die tauchen dann hier wieder auf. Abbruchbedingung, wir hatten die Fortsetzungsbedingung logisch negiert, also ist das die Abbruchbedingung. In dem Fall wissen wir, es kommt false raus. Ansonsten gucken wir uns die Mitte an, wie gehabt, wie im iterativen Fall. Wenn dort das x ist, liefern wir true zurück. Wenn dort ein größerer Wert als das x ist, dann können wir einfach blind links find req aufrufen für das linke Teilintervall. Ansonsten können wir blind links find aufrufen für das rechte Teilintervall von middle bis right. So. Das ist erstmal der Code. Dann werden wir heute nicht mehr beim nächsten Mal dann anfangen zu sammeln, warum dieser Code tatsächlich korrekt ist und dann natürlich mit den anderen Beispielen, die dann noch folgen, weitermachen. Für heute möchte ich mich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.